Fandest du den Protest in dem Ausmaß der Hertha-Fans gestern angebracht? Zu 1.000.000%, my friend, natürlich. Ist ja auch eine Sache, die ganz viele Fußballfans und vor allem Sky-Kommentatoren irgendwie anscheinend nicht verstehen, dass Protest nicht dafür da ist, mal kurz ein Spiel für 2 Minuten zu unterbrechen, eine kleine Alibi-Aktion zu machen und dann sagt man, ja, nee, okay, jetzt haben wir unsere Tennisbälle dahin geworfen und das war's dann jetzt wieder. Ein Protest ist ja dafür da, dass du halt wirklich den Spielbetrieb unterbrichst und halt den Leuten auch auf die Eier gehst, damit du halt ganz, ganz klar und deutlich sagst, was dein Problem ist und dass du dich bemerkbar machst. Also, Bro, ich verstehe das wirklich nicht, warum das so wenig verstanden wird von den Fußballkommentatoren. Und ohne da jetzt irgendjemanden persönlich angreifen zu wollen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, also ob es dann so ist, keine Ahnung. Das ist jetzt auch eine böse Unterstellung. Deshalb sage ich auch ganz, ganz vage, ich will wirklich niemandem was unterstellen. Aber ich habe bei so manchen Aussagen, auch damals in Bezug auf der Dietmar Hopp-Geschichte vor einigen Jahren, ich habe halt manchmal schon das Gefühl, dass so Fußballkommentatoren wie so gebrieft worden sind. So, keine Ahnung. Also, das sind schon immer sehr, sehr ähnliche, wie nennt man das? Sehr, sehr ähnliche Worte, die da fallen, wenn es um das Thema Protest und DFL und Investoren geht. Ja, mit dieser Aktion, da schadet ihr eurer Sache mehr, als ihr gut tut. Ihr nervt ja einfach nur den Fußballfan, der das Spiel gucken will. Ja, ach, bist du doof? Natürlich. Du willst ja auf dich aufmerksam machen. Ja, natürlich nervst du gerade den Zuschauer, weil du zeigst, hey, wir sind die Fans und wir sind nicht einfach irgendwelche Spastis, die hier eine Kacke mitmachen. Sondern wenn uns was missfällt, dann machen wir halt auch mal auf uns aufmerksam. Und so ohne uns läuft der Laden halt nicht, weil wir die aktive Fanszene sind. Und deshalb, also meine ganzen, alle Ultra-Gruppierungen, die da mitziehen. Schalke ist da ja leider nicht dabei, weil die bei diesem Fan... Ui, Dankeschön. Sebib, ich küsse dein Herz. Dankeschön für 10. Schalke ist ja bei so Kollektivprotesten leider nicht dabei. Für die, die es nicht wissen, Schalke macht da halt, was sowas angeht, die beteiligen sich halt an so Gemeinschaftsdinger nicht. Die sind da halt an diesem Fanbündnis nicht drin, deshalb machen die da nicht mit. Also Schalke, die Fans finden das auch scheiße, ne? So ist nicht. Aber es haben auf jeden Fall alle Fanlager, die sich an diesen Protesten anschließen, meinen kompletten Support. Und mein Gott. Und wenn die mal übertreiben und wenn dann ein Spiel abgebrochen wird, ja mach doch. Dann haben es halt wenigstens mal die Leute verstanden, dass die Fans nicht einfach nur leise, still und heimlich alles schlucken und alles machen, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Also ich bin da tatsächlich ganz anderer Meinung als gefühlt 90% aller Sky-Kommentatoren. So, es kann ja nicht sein, und das ist auch meine Meinung, man muss bei solchen Sachen, muss man, finde ich, immer so beide Seiten sehen, beziehungsweise man darf nicht immer extrem in die eine oder in die andere Richtung sein. Das Wichtigste ist, finde ich, immer bei sowas, sich beide Seiten anzuhören, weil die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Schau mal, ich bin jemand, der eine absolute Schwäche für Traditionsvereine und Traditionsfußball hat. Okay? Habe ich einfach. Bro, bei solchen Vereinen, ich möchte jetzt mal gar nicht von meinem eigenen reden, von Schalke 04, bei solchen Vereinen wie MSV Duisburg, bei der Doku, die wir uns da letztens auch reingezogen haben, so, da geht mir einfach das Herz auf, weil das ist einfach noch dieser echte, ehrliche Fußball und das, wofür dieser schöne Sport mal irgendwann gestanden hat. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der sich nur auf seinen Sessel setzt und sagt, ah, früher war alles besser, früher standen noch echte Männer auf dem Platz. Was ein Bullshit, Alter. Oder dieses typische, ja, die Spieler heutzutage wissen nichts mehr wertzuschätzen. Damals haben die Leute noch für ihren Erfolg richtig gearbeitet. Man musste sich das noch verdienen. Also das finde ich zum Beispiel quatschig. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, bei ganz, ganz vielen, könnt ihr mich jetzt alle für haten, ich schwör's euch, meine Meinung, 80% der Ex-Fußballer, die sich heutzutage groß in die Talkshows setzen und über die neue Generation abranten, ich habe das Gefühl, die sind einfach neidisch darauf, dass halt einfach junge Spieler, die heutzutage krass sind, innerhalb von 2 Jahren mehr verdienen als die in ihrer ganzen Karriere. Ich finde, das hat manchmal so ganz, ganz komische Züge, wo auch so ein bisschen Missgunst da irgendwie mit durchkommt. Nicht bei allen natürlich, aber habe ich zumindest manchmal das Gefühl, das finde ich irgendwie echt ein bisschen weird. Also, deshalb, ich bin da immer so ein bisschen in der Mitte, weil, schau mal, ich bin auch nicht per se gegen den modernen Fußball. Also ich finde, auch eine Sportart kann und muss sich weiterentwickeln und es gibt immer neue Elemente, die auch Sinn machen. Zum Beispiel diese halbautomatische Abseitstechnologie, super. Die hat ja auch, glaube ich, da bei der Weltmeisterschaft, war das jetzt, glaube ich, ganz gut funktioniert, ne? Das finde ich zum Beispiel, finde ich top. Finde ich richtig, richtig gut. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Und wenn der Videobeweis besser funktionieren würde, dann wäre ich da auch deutlich
offen dafür. Also ich bin gar nicht so per se gegen alles, nur es ist halt nun mal einfach so, dass man mittlerweile im Fußball einen Punkt erreicht hat, wo einfach dieser Sport, der ja eigentlich aus der Mittel- und Arbeiterschicht irgendwann kam, halt einfach den reichen Leuten in die Hände gelegt worden ist und die damit machen, was sie wollen. Und dass dann halt einfach die einfachen Fans, die ins Stadion gehen, auf dem Stehplatz sind und Stimmung machen, sich das irgendwann nicht mehr gefallen lassen, das finde ich absolut wichtig und richtig. Deshalb mein absoluter Support für die Protestaktion. Ich finde das richtig und wichtig, dass man, also dass zumindest die deutschen Fans bei sowas einfach mal stabil bleiben, weil einer schreibt rein, die Ultras und die Kurven sind das Herz zumindest des deutschen Fußballs immer noch. Und was mich einfach so krass nervt, es wird überall und immer in Deutschland davon gesprochen, wie geil die Stimmung hier ist, was wir für geile Vereine haben. Ich höre jetzt als Schalke-Fan aktuell, höre ich die ganze Zeit, ah, die beste zweite Liga aller Zeiten, was da für geiler Fußball, was da für geile Vereine sind. Ja, aber dann musst du doch auch die Vereine oder die Fans und diese Tradition, dann musst du das doch fördern. Aber was halt gemacht wird, ist, es wird in einer Tour darauf gespuckt. Und wofür? Dass wir einen Weitpiss-Wettbewerb mit englischen oder spanischen oder französischen Ligen machen? Wofür denn? Wofür sollen wir das tun? Die englische Liga werden wir nie wieder einholen. Das wird nicht funktionieren. In der englischen Liga hast du Saudi-Arabien, Katar, einen amerikanischen Investor, bis vor kurzer Zeit noch einen russischen Investor, die einfach gegenseitig gucken, wer den längsten hat. Bro, solange wir an 50 plus 1 festhalten, und ich hoffe, dass wir das tun werden, werden wir niemals, niemals da mithalten können. Und deshalb finde ich es absolut wichtig und richtig, dass man sich halt auch gegen diese wie nennt man das, Kommerzialisierung des Fußballs in Deutschland stellt. Ey, ich bin für wirklich, wirklich viele Sachen offen. Die Frage ist halt einfach nur, zu welchem Preis? Und das ist ja auch das, wovor viele Fans gerade in Deutschland Angst haben, weil dieser Investorendeal, der da jetzt abgeschlossen werden soll, dafür wurde ja gestimmt, der wird einfach, so gut wie man die DFL jetzt in den letzten Jahren kennt, einfach sehr, sehr wahrscheinlich als Türöffner für viele weitere Sachen benutzt werden. Ob das dann eine weitere Zerstückelung des Spieltags ist, ob das dann tatsächlich Spiele im Ausland sind und so weiter und so fort. Die können euch jetzt alle erzählen, nein, 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 an den Spieltag gehen wir nicht ran. Aber Bro, was interessiert das denn in 10 Jahren irgendwann noch, was ich damals gesagt habe? So, also ihr versteht vielleicht meinen Punkt. Und mir geht das halt einfach immer so ein bisschen auf den Sack. Generell in Deutschland muss ich einfach sagen, egal ob das jetzt Kommentatoren sind oder ob das generell so die Wahrnehmung zwecks DFL und Co. ist, ich habe immer das Gefühl, die Fußballfans und die Stimmung im Stadion und die Ultrakultur, das ist immer dann super geil, wenn du Bilder erzeugen kannst. Boah, guck dir an, Schalke 04, Abstiegsplatz zweite Liga, kommt trotzdem 60.000. Boah, guck dir an, der und der Verein dritte Liga, voll am Boden, machen trotzdem die Bude voll. Boah, guckt euch an, wie geil Hertha gegen Hamburg, was für eine Stimmung. Solange du Bilder erzeugst, sind auch auf einmal Bengalos überhaupt kein Problem. Schneidest du noch in schöne Werbetrailer, um dein Premium-Produkt Bundesliga zu vermarkten. Aber sobald Fans mal kritisch werden und unangenehm werden, ist auf einmal scheiße. Und da bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ich kann das absolut nachvollziehen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir uns in Deutschland immer ständig darauf berufen, wie geil unsere Fanszenen sind und wie geil unsere Atmosphäre in den Stadien ist. Aber dann, wenn die Fanszenen auch mal eine eigene Meinung haben, dann wird so getan, als wären das alles nur asoziale Biersäufer, die kein Leben haben. Geht mir einfach voll gegen den Strich, finde ich einfach absolut scheiße. Deutschland ist ja, was Fans angeht, die wirklich letzte Bastion der europäischen Top-Ligen. Ja, also das ist ja auch mein Punkt. Ich sage euch ehrlich, werden viele Leute anders sehen. Aber ich bin ja an dem Punkt, dieser hochklassige Fußball, ich bin da ja maximal satt von. Ich gucke mir gerne mal ein Champions League-Spiel an, 100%. Aber ich würde niemals so seelenlosen Top-Fußball gegen das, was wir an Stimmungsbildern haben, in der Bundesliga eintauschen. Niemals. Niemals würde ich das tun. Ich finde, da gibt es einfach wichtigere Sachen, als ja, nur den besten Fußball qualitativ zu sehen. Und das hat gar nicht damit zu tun, weil ich irgendwie Schalke-Fan bin und meine Mannschaft jetzt sowieso scheiße ist. Also ich merke das einfach selber, dass ich in der ersten Bundesliga, es tut mir jetzt super leid, dass ich wieder diese Namen nennen muss, aber ich würde niemals freiwillig, selbst wenn das Platz 2 gegen Platz 3 ist, ich würde niemals Leipzig gegen Hoffenheim gucken. Weil mich diese Vereine so unfassbar krass nicht interessieren. Ich würde mir viel lieber ein Zweitliga-Duell Hamburg gegen Hertha reinziehen.
würde ich mir jedes Mal wüsste ich, welches Spiel ich gucken würde. 100%.